Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten hier im Radio, dann kommt das Fernsehen dazu. Wir haben eine Themennacht und das Thema heißt, mein Partner ist Ausländer. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, deren Partner eben ein Ausländer ist. Welche Probleme es gibt, welche Vorzüge es gibt, überhaupt eure Erfahrungen. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 50 51. Beides sind kostenfreie Telefonnummern. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sabrina und die ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Sabrina. Ja. Mein Partner ist Ausländer. Ja. Sagst du. Ja. Erzähl. Wir kennen uns fast über 10 Jahren. Aha. Und sind davon jetzt Wie? Was? Seit 10 Jahren? Ja, befreundet. Ach so. Ja, wir haben jetzt immer fast 5 Jahre zusammen. Mhm. Haben jetzt einen Sohn miteinander zusammen. Der ist 1,5 Jahre alt. Ja. Ja. Und am Anfang war es auch ein bisschen halt stressig hier, weil ich bin selber Italienerin. Ach, ich wollte gerade sagen, du sprichst mir auch nicht gerade so wie... Akzentfrei. Ja. Du bist Italienerin. Genau. Und dein Freund ist? Türke. Hey, das ist ja eine interessante Mischung. Ganz international, ja. Super international. Ja. Funkt's da manchmal, sind ja beide sehr temperamentvolle Kulturen. Zu dickköpfig. Zu dickköpfig, ihr beiden. Jeder will so einen Gemeinwohl, aber irgendwie, ich sag mal, am Anfang war es halt schon stressig. Ja. Nur jetzt nach der Zeit, wo der Kind ist schon da, hat sich ziemlich alles gelegt, sag ich mal. Ja. Von beiden Seiten auch. Wie war denn so die Reaktion deiner Familie, als die mitbekommen hat, sie will einen Türken heiraten und umgekehrt? Ja, also für meine Seite war es ziemlich heftig gewesen. Die waren schon ziemlich dagegen. Aha. Haben versucht, mich irgendwie zu Hause auch einzusperren, wie gesagt, jetzt auch. Aber von seiner Seite war es eigentlich schon ganz in Ordnung. Die haben versucht, dich zu Hause einzusperren? Ja. Deine Familie? Ja. Weil die nicht wollten, dass... Genau. Aha. Ja, aber ich habe es trotzdem nach einem Monat geschafft, da irgendwie jetzt mit ihnen abzuhauen. Ja. Ja, und seitdem sind wir auch zusammen, jetzt, wie gesagt. Ihr seid aber, ich habe gerade gesagt, verheiratet. Verheiratet seid ihr noch gar nicht, ne? Nee, wir sind verlobt. Verlobt, mhm. Ja. Wie ist es denn jetzt mit der Familie? Hat die Familie denn das jetzt akzeptiert, deine Familie? Also meine Familie hat jetzt ein bisschen zurückgezogen, wie gesagt. Die ist ruhiger geworden. Weil damals nach dem Kind, erster Enkel auch. Das hätten langsam auch akzeptieren müssten, sag ich mal, ne? Ja, aber. Jetzt, bitte? Aber wider Willen, so ganz euphorisch sind sie nicht. Das sind Sachen da vorgefallen von beiden Seiten. Ich denke, man ist erwachsen genug, selber zu entscheiden. Ja. Und wenn man sieht, die eigene Tochter oder der eigene Sohn, dass sie ihren Weg gehen wollen, eigene Wohnung jetzt auch zukunftsmäßig zu heiraten. Genau. Dass sie auf denen, dass jetzt ein Kind dabei ist, dass sie auch mehr versuchen, auch jemanden aufzubauen, ne? Aha. Ich sag mal, Italiener ist andere Mentalität auch, aber sag mal, die türkische und die italienische Mentalität ist fast dasselbe von der Kultur her. Ja, da gibt's aber schon erhebliche Unterschiede, glaube ich. Na, sind aber nicht alle so, Domian. Nein. Ich sag mal so Klartext, Italiener gibt Schweine, gibt auch Türken. Ja, die gibt's dann überall. Da müssen wir nicht drüber reden. Das sind viele Türken, die sich hier anpassen halt von der türkischen Mentalität. Ja. Und sind viele, die alte Mentalität ja auch mitnehmen. Gut, also du hast aber so den Eindruck im Moment und auch die Hoffnung, dass sich das in deiner Familie auch alles ein bisschen mehr normalisiert. Ja. Ja. Aber ich denke mal halt, ich bin zufrieden glücklich jetzt mit meinem Partner jetzt, also mein Kind jetzt, wie gesagt. Ja. Zukunftsmäßig tun wir uns jetzt alles miteinander ausbauen und heiraten. Ja. Deswegen. So, und du hast mit den türkischen Verwandten und Schwiegereltern und so, ist alles in Butter? Ja. Kein Problem. Und die haben auch nicht gesagt, eine Italienerin kommt uns nicht ins Haus. Nee, am Anfang habe ich schon Sorgen gehabt, weil, wie gesagt, man hatte viele Sachen jetzt auch von Bekannten alles, nur es war halt nur Horror-Story, sag ich mal so halt. Ja. Über die ganze türkischen Familie und sowas, das ist voll das Gegenteil gewesen. Wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Ich bin hier geboren. Du bist hier geboren? Ich rede zwar ein bisschen zu schnell, aber die Jüdische redet man ein bisschen zu schnell deswegen. Und dein Freund ist ja hier auch hier geboren? Ja, dann war ich hier geboren. Ja. Also, das hört sich ja ganz gut an, wenn auch am Anfang ein bisschen kompliziert und die italienische Familie muss sich da noch ein bisschen zusammenraufen, aber klingt ja gut. Ja, sag mal, es gibt überall Stress, du. Ja. Da musst du seit fast 10 Jahren jetzt kennen, wir haben alles schon überwunden, alles beides gleichzeitig. Klar. Ja, gibt Schlimmeres auf der Welt. Gut, Sabrina, dann würde ich sagen, du grüßt herzlich deinen Freund von mir. Ja. Und ich wünsche euch und dir alles Gute. Ja, danke schön. Ne? Ja. Meine Liebe, tschüss. Tschüss.
So, meine lieben Radio-Zuschauer, jetzt auf die Sekunde, Radiohörer, auf die Sekunde fährt der Vorspann im Fernsehen ab. Das heißt, wir machen mal einfach ein paar Minütchen, ein paar Sekündchen Pause hier, weil es dann ja auch gleich weitergeht. Ich mache mich mal schön hier, zubbel mal an meinem Kragen, damit das auch gut aussieht gleich, wenn die Millionen zuschalten im Fernsehen. Und jetzt ist es soweit. Ja, meine lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. 5 Minuten Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Im Radio haben wir schon angefangen und ich sage euch jetzt auch, dass wir ein Thema heute Nacht haben. Und das Thema heißt, mein Partner ist Ausländer und ich möchte gerne mit euch über ja eure Erfahrungen sprechen, wenn ihr mit einem Ausländer oder einer Ausländerin befreundet seid, verheiratet seid. Sind es gute Erfahrungen, sind es schlechte Erfahrungen, sind es problematische Dinge, die passiert sind? Überhaupt, wie fühlt ihr euch in dieser Konstellation, in dieser Beziehung? Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt auch faxen, wie gewohnt, unter 0800 220 50 51. Mein Partner ist Ausländer, verbunden bin ich jetzt mit Gisela und Gisela ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Ja, hallo. Hallo Gisela. Hallo Mian. Kann es sein, dass du mal am Anfang um 15 Uhr die Sendungen hattest? Ja, das ist aber schon 300 Jahre her. Ja, seitdem kenne ich dich. Ist es wahr, aber das war auch nur im Radio damals. Ja, ich habe ja auch kein Fernsehen. Du hast gar kein Fernsehen? Ja. Ah, ja. Und seitdem liebe ich dich und wüte ich gegen dich und ja, manchmal warst du schlecht und trotzdem denke ich, wie du deine Gesprächsführung machst. Es ist schon bewundernswert. Und eigentlich möchte ich dich ja auch mal sehen. Ja, dann müsstest du dir mal irgendwo einen Fernseher leihen. Ja, oder so. Ich werde einfach mal zu jemandem gehen. So. Genau. Gisela, schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Wenn du so ein alter, treuer Fan bist, ja, der Sendung, ja. Das ist ja eine tolle Sache. Das ist wirklich sehr lange die her. Die Leute finden mich immer bekloppt. Die denken, die Alte hat sie nicht alle. Wie kann sie nur so etwas sehen? Weißt du, es wird immer auf die Schiene des etwas, gut. Also, gebracht. Wir reden mal jetzt nicht ausführlich über die Sendung, sondern zu dem Thema. Ja, du hast angerufen zum Thema, mein Partner ist Ausländer. Ja, meine Partner, lieber Domian. Partner. Ich bin Frau Hans im Glück. Kein Gold, keine Reichtümer, materiell, aber eine wunderbare Tochter ist mir geblieben. Aha. Ja. Du hast gerade gesagt, meine Partner sind Ausländer. Ja, Domian, ich weiß auch nicht. Ich habe immer Fernweh gehabt. Ich bin als Baby von den Russen gehätschelt worden, wenn meine Mutter sich versteckte und ich im Kinderwagen draußen stehen blieb. Da haben sie mich schon auf den Arm genommen. Und das scheint sich wahrscheinlich fortgesetzt zu haben. So, das heißt, du hast Partner, enge Beziehungen gehabt mit Ausländern. Ja. Aus welcher Nationalität waren die Männer? Also es war erst einmal ein Pole, da war ich nicht standesgemäß, weil ich nämlich die erste weibliche Tierpflegerin im Frankfurter Zoo war und ein Mediziner und eine Frau, die im Käfig sitzt, ging nicht. Ah. Also erster Schmerz. Dann kam Kamil, da war ich sehr verliebt in diesen Mann und ich... Woher kam der? Auch in mich. Woher kam der? Der kam aus Polen. Auch aus Polen? Ja. Also der zweite war auch Pole dann? Nein, nein, das war der erste war ein Pole. Dann kam der wilde Kamil Hussein aus dem Irak. Ah, dann kam ein Iraker. Ja. Ja. Und das, also ich habe immer früh genug die Kurve gekriegt. Wie lange warst du? Forderung, Stolz, Besitz ergreift, eifersüchtig. So, wie lange warst du mit dem Polen zusammen? Mit dem Polen war ich ein halbes Jahr. Mit dem Iraker? Mit dem Iraker auch ein halbes Jahr. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich einen Nhong Chung, einen Taiwanesen kennengelernt, einen Stipendianten. Und der war über Nacht verschwunden. Der durfte ja nur eine begrenzte Zeit da sein und er hatte es überzogen. Und als ich dann nach ihm fragte, der Forschungsanstalt, der war weg. Ein Taiwanese. Wie lange warst du mit dem Taiwanesen zusammen? Das waren ein paar Monate und dann bestand ein Briefkontakt, wo ich dann auch Chinesisch schreiben gelernt ja. habe. Und er sagte, Häuschen da, Gisela, kommen bei mir bleiben. Und das war natürlich für mich unmöglich, Taiwan zu gehen. Das hat Gisela nicht gemacht. Das hat Gisela nicht so, gemacht. So, ja, ich muss an die Sendezeit denken. Ich weiß ja nicht, wie viele Männer da jetzt noch kommen. Ja, also der Taiwanese, was kam nach dem Taiwanesen? Dann kam ein Kollege, ein japanischer Fachreferent,
Schön, das war sehr filigran. Gisela, wie bist du denn drauf, Mensch? Die ganze Welt hast du ja durch fast. Ja, pass auf, dann kam ein tschechischer Physiker. Der war aber viel zu langweilig. Wahrscheinlich, weil ich auch keine Beziehung zu Physik habe. Ich schreibe das mal gerade hier mit, sonst vergesse ich das alles. Lieber Pole, Dorian, Irak, Taiwanese, Japanese, Tscheche. Und ja, dann? Und dann kam die wunderbarste Zeit mit den Black Brothers aus USA. USA, Black Brothers. Da habe ich gesagt, Hände weg, die überfordern mich, die überschreiten. Wie Black Brothers, gleich zwei Männer? Nein, wir sind dann in die Clubs gegangen und dann hatte man immer mal den Freund. Also es sind tolle Menschen, aber nichts für Klein Gisela und er. Und dann Moment. Also, aber du warst mit einem aus den USA dann zusammen? Ja. Ja. Wie lange? Kurze Zeit. Ja, von wem ist denn, EWS, die Palette endlos fortsetzen? Von wem ist denn das Kind? Nun kam eine große Liebe aus dem Sudan. Und da bin ich auch für eine Zeit hingegangen. Ich sollte mich entscheiden, ob ich dort leben kann. Und das war unmöglich für mich. Also du bist hingegangen? Im Sudan, ja. Und bin dann aber wirklich mit fliegenden, was weiß ich, Gewändern, Haaren wieder zurück. Wie lange warst du im Sudan? Da war ich 2 Monate. Und warum bist du mit fliegenden Gewändern wieder zurück? Ja, es wäre, also die Familie, ich habe mich das erste Mal wirklich angenommen gefühlt. Mhm. Aber niemals hätte ich selbstständig sein können. Ich hatte nicht den richtigen Beruf. Die arabische Sprache hätte ich niemals lernen können. Ja. Und dann dieses erbarmungslose Klima, nicht diese Hitze. Und also Schluss. Dann also nicht selbstständig bedeutet auch, dass du eben als Frau da nicht so immer. Die... Ich bin immer unabhängig gewesen, immer. So. Ja, und dann war natürlich erstmal große Trauer. Ja. Und dann habe ich mich so rumkriegen lassen von einem Nigerianer. Wollte ich eigentlich nicht, aber wie es so ist, wunderbar, das sind ja Künstler in Sprache und in allem. Wir müssen das ein bisschen kompakt machen, sonst schaffen wir es nicht. Ja. Wie lange warst du mit dem Nigerianer zusammen? Ja, und da war dann eben, und da war das die Schwangerschaft. Aha, jetzt sind wir beim Vater des Kindes. Ich frage mal einfach immer so ganz präzise, sonst kommen wir nicht richtig weiter. Hast du in Nigeria auch gelebt? Nein. Wie lange warst du mit dem Nigerianer zusammen? Die Schwangerschaft, da hat mich dann eigentlich ein guter Däne noch betreut, der hat mich getröstet, weil... Wie nennt man das auch? Unglücklich war, der hat mir Dänemark gezeigt im 7. Monat, wunderschön, und hat mich jeden Morgen aus Kopenhagen angerufen. Also im Klartext, du warst mit dem Nigerianer nicht lange zusammen. Nein, er kam dann immer wieder, wollte hier bleiben, aber ich habe... Verstehe. Danach gab es noch mehr Männer aus anderen Ländern? Ja, lieber Domian, inzwischen bin ich ja auch älter geworden. Ja. Und dann habe ich mich ganz auf einen neuen Beruf konzentriert, habe mein Kind großgezogen. Also keine Männer mehr. Und bin seit 10 Jahren glückliche Oma, und Männer kommen mir nicht mehr über die Schwelle. Das ist ja nun, das ist ja wirklich doch der Hammer. Ich muss das nochmal vielleicht für die gerade reingeschaltet haben, erklären. Hier ist die Gisela am Telefon. Die Gisela ist 63 Jahre alt. Und unser Thema heißt ja, mein Partner ist Ausländer. Gisela kann da aber so eine Menge von erzählen. Sie hat einen Polen gehabt, einen Iraker, einen Taiwanesen, einen Japaner, einen Tschechen, jemanden aus den USA, einen Sudanesen und einen Nigerianer. Wer war der Beste? Also ich muss sagen, im asexuellen sind es wunderbare Menschen gewesen. Also ich habe eigentlich so die Welt in mir. Was heißt im Asexuellen? Wir werden das mal... Ja, wir haben uns ja auch, das sind ja eigentlich alle sehr intellektuelle Menschen gewesen. Ich habe sehr viel von ihren Kulturen kennengelernt. Gut, aber dennoch kann man ja sicher so Unterschiede machen. Wer war denn so vom Charakter her, was vielleicht auch ein bisschen mit der Kultur zu tun hat, muss ja auch nicht immer sein, so für dich der Interessanteste in der Erinnerung? Also am interessantesten sind ja auch von ihrem schwierigsten Leben sind es die US-Amerikaner gewesen. Aha. Teilweise auch Männer, die in Vietnam waren. Ja. So. Also sowas von strong, straight oder wie immer man das nennen kann. So, jetzt müssen wir auch noch die andere Seite befragen, nämlich das Intime und Indiskrete. Muss ich auch sagen... Nein, das muss ich jetzt erstmal fragen, Mensch. Ja, ich weiß ja sowas. Du weißt, ne? Wer war denn jetzt am besten im Bett von allen?
Also Domian, ich bin in der Hinsicht, ich bin katholisch geprägt, oh, wenn du das weißt. Oh, nee, weiß ich noch nicht, aber ja, ich höre es jetzt. Aber dennoch ist einmal ein Kind dabei rumgekommen. Also ich würde sagen, da ich auch immer bestimmt habe, ja, wie ich es haben möchte, muss ich auch sagen, ah, sind sie alle sehr, sehr auf mich eingegangen. Ach so, also ich muss sagen, alle okay. Wenn man immer denkt, ach, so wild und so, es sind Menschen ja, gewesen. Und ich muss sagen, es war auch in der sexuellen Beziehung, also ich bin immer auf meine Kosten gekommen. Aber ich habe auch immer gesagt, wo es lang geht. Ja, ich habe gar keinen, ich bin davon überzeugt, dass du das immer so gesagt hast. Wie alt ist das Kind jetzt? Das ja, kind meine ist, schöne Tochter, die wird jetzt schon 30. Das Kind ist schon 30 Jahre alt. So, Gisa. Das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Du wirst jetzt denken, wie, die Zeit ist schon rum. Wir haben 10 Minuten miteinander geredet. Das ist eine lange Zeit in der Telefon-Talkshow. Ja. Ich habe eine ganze Menge von dir erfahren. Ja. Ich bin stolz, so einen netten Fan zu haben für dich. Und hoffe, dass du uns noch lange treu bleiben wirst. Bis zum Lebensende. Du grüßt herzlich deine Tochter. Dankeschön. Und ich wünsche dir alles Gute und hast wirklich ein irres Leben hinter dir und tolle Sachen gemacht. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, na, das fing ja nun fulminant an mit so vielen, wie waren das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nationalitäten. Also da wird jetzt niemand anders wahrscheinlich rankommen, um das noch zu steigern. Das Thema heißt, mein Partner ist Ausländer. Und ich möchte mit euch über die schönen und die weniger schönen Seiten einer solchen Partnerschaft reden. Telefonnummer 0800 220 5050. Maria, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hier ist sie. Hallo? Ja, Maria. Ja, hallo. Ich habe da ein Problem. Und zwar bin ich seit 6 Monaten mit meinem Freund zusammen. Ja. Und der ist Inder. Ja. Und jetzt sind wir in eine kleinere Stadt gezogen, von Marburg aus in so eine Vorstadt. Ja. Mit 14.000 Einwohnern circa. Und jetzt werden wir gehänselt oder verspottet. Das gibt's immer noch. Ja. Was heißt denn gehänselt und verspottet? Das ist so, weil mein Freund halt jetzt mittlerweile wieder seine kulturelle Kleidung anzieht. Ach so, und so ganz schöne bunte Sachen mit Turban und sowas. Ja, genau. Und das ist es auch erst seit einem halben Jahr ungefähr wieder. Ich habe da kein Problem mit. Warum zieht er das an? Ja, er möchte sich wieder mit seiner Kultur so identifizieren. Mhm. Er ist jetzt seit circa 15, 17 Jahren hier in Deutschland. Ja. Und jetzt möchte er sich halt aber, wieder mehr... Aber gehört denn nicht vielleicht auch dazu, dass man sich auch einer Kultur anpasst, nämlich unserer Kultur hier, und dass man er dann auch vielleicht ein bisschen schuld dran ist, dass die Leute so reagieren? Ja, das kann schon sein. Also, beide Seiten müssen sich ja aufeinander zubewegen. Ja. Weil, wie kommt das denn, wenn er so lange hier lebt und er, so habe ich das gerade verstanden, das vorher nicht so getragen hat oder nicht getragen hat, diese Kleidung. Ja. Warum jetzt plötzlich und dann auch noch in der kleineren Stadt? Ich weiß es nicht. Also auf einmal kam er damit an und hat mir das gezeigt und ich bin da eigentlich ganz tolerant mit gewesen und ich fand es nicht schlimm und auch die Hänseleien sozusagen, da sehe ich drüber hinweg. Ja. Und also du im Klartext, du weißt nicht genau, warum er das tut, wie der Sinneswandel... Nein, ich verstehe es nicht. Mhm. Was hat er gemacht hier in Deutschland? Hat er hier gelernt oder studiert oder irgendwas? Ja, wir studieren zusammen. Ja. Wir studieren zusammen und es ist auch meistens halt in der Uni, dass es da Probleme gibt. Und wie lange lebt er in Deutschland schon? Seit seinem 5. Lebensjahr. Seit seinem 5. Lebensjahr. Mhm. Ja. Und also hat jetzt wirklich in dieser kleinen Stadt damit angefangen, sich wieder so anzuziehen, wie es in seiner Kultur... Ja. Was heißt denn jetzt eigentlich hänseln? Was sagen die Leute denn auf der Straße? Ja, also ich heiße halt Maria und dann kommt halt immer das Beispiel mit Josef und so und er wird da regelrecht aggressiv dabei, weil er sich halt damit, also diese christliche Kultur, also damit kann er sich überhaupt nicht identifizieren und dann wird er halt Josef genannt, weil keiner seinen Namen aussprechen kann. Mhm. So, das liegt aber jetzt wirklich in erster Linie wahrscheinlich an seiner Kleidung, ne? Dass genau, so, weil er dadurch halt extrem auffällt. Ja, aber Maria, kritisierst du das auch ein bisschen an ihm, dass er das macht? Ja, manchmal schon. Ne? Also man muss das ja immer alles so im Gesamtzusammenhang sehen. Nehmen wir mal an, wir würden nach Indien gehen und würden da vielleicht oder in irgendein fremdes Land und würden dort in eine Kleinstadt oder ein Dorf gehen und würden da in bayerischer Trachtenkleidung rumlaufen. Würden die Leute uns auch angucken, würden vielleicht auch lachen. Ja, ja. Ne?
Also vielleicht gehört... Ich kann es ihm nicht ausreden. Nein, aber ich würde ihn einfach mal ein bisschen befragen, was denn da los ist, warum er das macht und warum er es jetzt vor allem... Blockt er sofort ab und... Aber warum? Warum blockt er ab? Du bist doch die Freundin. Er sollte es dir doch erklären. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn schon mehrfach darauf angesprochen, nur da blockt er sofort ab, weil ich auch, glaube ich, immer zu kritisierend, also nachfrage. Ich sage mal, als erstes fand ich nicht schlimm, aber wenn dich das so stört, dann lass es doch einfach mit der Kleidung. Ja. Also deine Rolle ist ja insofern auch schwierig. Ich finde, dass du ihn ja eigentlich erstmal wirklich verstehen können musst, um ihm auch richtig beizustehen. Ja, ne? Und damit du ihn verstehst, muss er auch den Mund aufmachen. Ja, ja. Also mich würde das, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde mich das auch befremden, ne? Wieso jetzt plötzlich? Und das schafft einfach so eine Distanz zwischen uns. Ja. Und das zieht uns immer mehr auseinander und das ist halt mein Problem dabei, weil ich weiß nicht, vorher haben wir uns super verstanden und wir haben auch schon über Heirat gesprochen und so. Und was studiert ihr beiden denn? Wir studieren Geografie. Geografie. Und ich weiß nicht, ich würde halt gerne auch seine Kultur näher kennenlernen, aber darüber spricht er mit mir nicht. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist doch eine ganz wunderbare, hochinteressante und schillernde Kultur. Das muss ihm doch letztendlich auch schmeicheln, wenn du sagst, hier, ich möchte viel von dir wissen und viel von dir kennenlernen. Ja, warum das verstehe ich ja auch nicht, weil er zeigt es ja nach außen hin durch seine Kleidung. Ja. Also er möchte das. Ja, wie absurd. Wie absurd. Er zeigt es nach außen, irgendwelchen fremden Leuten sogar, aber mit seiner eigenen Freundin redet er nicht über seine Kultur. Da stimmt doch was nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und mich stört halt auch dieses Aggressive von ihm. Also wenn halt irgendwelche Sprüche kommen oder so, dass er sich dann zurückzieht und dann auch wirklich immer aggressiv reagiert. Also er schreit dann regelrecht und so. Die anderen Leute an, wenn die irgendetwas sagen. Genau. Ja. Aber es ist doch wirklich sonderbar, dass wirklich durch, in dem Moment, wo er in diese Kleinstadt gezogen ist oder ihr in die Kleinstadt gezogen seid, dass er dann so draufkommt. Ist doch seltsam, ne? Ja, ich verstehe es nicht. Also er ist ja nur lange genug in Deutschland, um auch ein bisschen unsere Mentalität zu verstehen und somit auch deine Mentalität. Ja, eigentlich müsste er es verstehen. Ja, ich finde schon, dass du auf ihn ganz klar einwirken musst, dass auch eure Beziehung nur eine Chance hat, wenn der Herr ein bisschen mal den Mund aufmacht. Und du willst ihm ja gar nichts, du willst ihn ja nur verstehen und du willst sogar von ihm profitieren, von seiner Kultur, so habe ich dich ja verstanden. Ja, aber er denkt direkt, dass ich ihn angreifen möchte deswegen Ja, das musst du ihm aber verständlich machen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass du wirklich was vielleicht auch was Neues lernen möchtest. Aber er soll reden. Ja. Und dann fahrt ihr vielleicht auch mal gemeinsam nach Indien. Ist doch eine tolle Sache, wenn man einen Freund hat, der einen da einführen kann und alles erklären kann. Ja. Also, mit samt Handschuhen erklär ihm das mal, dass das so nun nicht weitergeht. Ja, hast du einen Tipp, wie ich das machen könnte? Nein, du musst es wirklich penetrant immer wieder versuchen. Und wenn er immer noch dicht macht und dicht macht und dicht bleibt, ja, was ist das denn für eine Beziehung dann? Ja, ja. Ne? Was ist das für eine Beziehung? Also, das muss eben auch lernen, dass du als seine Partnerin auch ein Recht einfach darauf hast, die Fragen beantwortet zu bekommen, die du stellst, ne? Finde ich. Ja, genau. Alles Liebe, Maria. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Mein Partner ist Ausländer. Mein Partner ist Ausländerin, wollte ich gerade sagen. Dabei habe ich gedacht, ich wollte sagen, mein Partner oder meine Partnerin ist Ausländer. Also, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, wenn ihr in einer solchen Situation seid, dass ihr mit einem Ausländer oder einer Ausländerin befreundet seid, liiert seid, in einer engen Beziehung steht, erzählt mir von den Schattenseiten, erzählt mir von den schönen Seiten. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051. Steffi ist jetzt hier bei mir und die ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Steffi. Hallo. Also, ich bin mit einem halben Afroamerikaner zusammen. Also, sein Vater war amerikanischer GI und seine Mutter ist Deutsche. Ja. Und das Problem besteht darin, dass wir sind fast ein Jahr zusammen, dass wir schon relativ früh von irgendwelchen Unwissenden sehr dumm angemacht worden sind. Also, mir wurde Negerschlampe hinterhergerufen. Wohnst du oder wohnt ihr auch in einer kleineren Stadt? Ja, wir wohnen in einem Kurort. Wir wohnen jetzt seit mehreren Monaten zusammen. Wir hatten vorher eine Fernbeziehung. Und an den Wochenenden, wenn es dann schön war in unserer kleinen, geliebten Stadt und wir sind durch die Stadt gegangen, dann wurden wir wirklich böse beschimpft. Also ich kann es ja eigentlich gar nicht glauben.
Aber doch, ich glaube es dir schon, wenn du es erzählst. Ihr geht sonntags gediegen spazieren in eurem kleinen netten Ort. Ja. Alle anderen Bürger gehen auch spazieren, haben ihre Sonntagskleidung an. Ja. Und dann rufen die über die Straße, du Negerschlampe? Du Negerschlampe, ja. Das gibt's doch gar nicht. Also wir wurden auch schon massiv bedroht mit kleinen Zettelchen und so, so gezeichnet Adolf Hitler. Und wie reagiert man denn darauf? Man macht nichts an einen Sonntagsspaziergang und kriegt über die Straße rübergebrüllt, du Negerschlampe. Was macht man da? Also ich wollte auf die Leute zugehen und wenn Gordon, mein Verlobter, mich nicht am Kragen gepackt hätte, dann wäre ich, glaube ich, ausgeflippt, weil es hat mir so furchtbar wehgetan. Vor allen Dingen, weil ich habe selber im Ausland gelebt. Ja. Ich habe anderthalb Jahre in Hongkong gelebt. Ja. Und ich liebe fremde Kulturen. Mhm. Und was das Allerschlimmste ist, mein Vater ist selber mit einer Ausländerin verheiratet, hat zu mir gesagt, solange ich mit dem Drecksneger zusammen bin, würde er sich nicht mehr mit mir auseinandersetzen wollen. Sagt der Vater? Obwohl der Vater mit einer Ausländerin verheiratet ist? Mein Vater ist mit einer Ukrainerin verheiratet, ja. Ja, das ist schon krass, ne? Das ist verdammt krass und das tut auch weh, vor allen Dingen... Also auf der Straße, ich hake nochmal nach, auf der Straße reagierst du dann, hast du dich zurückgehalten, hast du nicht zurückgeschimpft oder hast irgendwas gesagt? Ja, ich hab das in mich reingefressen und mir kamen auch meistens immer die Tränen, weil ich das nicht verstehen kann. So, jetzt frage ich, ist das ein einmaliger Vorfall gewesen mit dieser Negerschlampe oder hat sich das nochmal wiederholt? Also es hat sich in anderen Varianten wiederholt. Sag mal die Variante. Also so nach dem Motto, wir sind Skinheads begegnet und die guckten mich an, so nach dem Motto, wie kannst du mit dem Drecksneger so zusammen sein? Das war aber nur Blick. Das war nur der Blick, aber der hat gereicht. Mhm. Und dann haben wir uns in eine, dann haben wir, waren wir mit Bekannten weg. Mhm. Und ein guter Freund von uns wurde von seinem eigenen Bruder bedroht. Und da ist mein Freund aufgestanden, hat gesagt, pass auf, lass es. Und da griff er ihn an mit den Worten, du dämlicher, schwuler Neger. Mhm. Warum schwul? Warum das? Ja, ich weiß es nicht. Also man hat mal so alle Schimpfwörter, die man so als Schimpfwörter bezeichnet, zusammengepasst und ihm vorgeworfen. Ja, und... Also, ich glaube ja, wenn man sowas erlebt und das in einer kleinen Stadt erlebt, Ich bin ja immer noch fassungslos, dass es sowas gibt, aber wie gesagt, ich glaube es dir natürlich, wenn du es erzählst. Ja. Was bleibt einem da übrig? Man kann ja die Leute da nicht umerziehen. Nee, man kann die Leute nicht umerziehen. Ich würde dann ja wirklich, Steffi, an eurer Stelle sagen, Götz von Berlichingen und... Das sowieso, so, du mir. Ja, und ich würde umziehen in eine große Stadt, in eine Metropole. Das wollen wir auch. Also wir haben vor, nach Köln zu ziehen. Ja. Ja. Weil ich sag mal so, das Ganze ist ja nur, wird ja noch getoppt dadurch, dass ich in 2 Monaten Mutter werde. Ach, du bist schwanger. Ich bin schwanger, ja, und ich habe keine Lust, weil im ersten Moment alle so Leute so, ach, ist ja süß, du kriegst ein Negerbaby. Das Wort allein, Negerbaby, finde ich schon zum Kotzen. Ja, ja. Und ich finde es grausam, wenn die farbigen Kinder klein sind, sind sie süß. Ja. Aber sind sie 18, sind das nur noch scheiß Ausländer. Ja. Und wollen wir das nicht über einen Kamm scheren. Ja, klar. Ne? Du hast hier schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist auch krass und das ist auch wirklich schlimm. Ja. Aber so sind nicht alle Deutschen. Das ist eine Minderheit. Ne? Ja. Also kommt nach Köln. Wir haben eine wunderbare, tolerante Stadt hier. Das weiß ich, ja. Und ich glaube, dass ihr euch hier verdammt wohlfühlen werdet. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dann die richtige und einzige Konsequenz, dann einfach aus solchen Käffern wegzugehen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt in eine große Stadt, wo ein anderer Flair herrscht und Punkt aus, das war's. Auf jeden Fall, Domian. So. Dann ist denn der Wechsel wohnt ihr sehr weit im Moment entfernt von Köln? Ich sag mal so, wir wohnen in der Nähe von Paderborn. Oh ja. In einem kleinen Kurort, der wirklich sehr schön ist, nur die Intoleranz kotzt mich auf jeden Fall ziemlich an. Gut. Also dann bleibt ihr ja in unserem schönen Nordrhein-Westfalenland zumindest. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dann eine gute Umsiedlung nach Köln. Danke. Und vor allen Dingen für dich alles Gute, für euch alles Gute, dass alles schön gesund und mit allem drum und dran auf die Welt kommt. Ja. Ne? Und dann einen guten Start hier in Köln. Dankeschön, Domian, und mach weiter so. Ne? Ja, dankeschön. Alles Liebe. Klar. Tschüss. Tschüss. Das war Steffi. Und hier ist Andreas. Andreas ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, Andreas. Du bist auch mit einer Ausländerin zusammen oder mit einem Ausländer? Ja, nee, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet. Ich bin ja ein Mann. Ja, du bist ein Mann, aber es gibt ja auch Männer, die mit Männern was machen, ne? Nee, da stehe ich nicht so drauf. Da stehst du nicht so drauf. Gut. Meine Frau kommt aus
Ex-Jugoslawien aus Montenegro. So, Andreas, du machst jetzt bitte erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja, okay. Hm? Aus Ex-Jugoslawien. Aus Ex-Jugoslawien, ja. Deine Frau. Meine Frau, ja. Ich bin jetzt seit 5 Jahren mit ihr zusammen. Ja. Und seit August letztes Jahr verheiratet. Mhm. Und ich habe jetzt seit, ja gut, die letzten 6 Jahre viel Probleme gehabt mit Alkohol, ein bisschen. Mhm. Und davor hatte ich eine deutsche Frau. Mhm. Und die hat mich dann auf gut Deutsch gleich rausgeschmissen. Wie, die hat dich dann gleich auch wegen des Alkohols? Ja, wir haben zusammen gewohnt und dann, ja, mit dem Alkohol kamen noch mehr Probleme dazu. Ich habe 3-mal meinen Führerschein verloren wegen Alkohol. Ja. Das ist nicht zu entschuldigen. Nee, das ist nicht zu entschuldigen. Und ich hatte mit dem Alkohol echt Probleme. Aber ja, meine Frau aus Jugoslawien, also die, mit der ich jetzt verheiratet, die hat mich da echt rausgeholt. Ja. Und ich muss auch zu sagen, die ausländischen Frauen sind viel herzlicher als die deutschen Frauen. Ach. Ja, doch. Woran machst du das fest? Ja, woran mache ich das fest? Also, liegt es vielleicht auch daran, dass die abhängiger sind von euch deutschen Männern? Nee, die ist nicht abhängig von mir. Also ich muss auch sagen, die deutschen Frauen gucken mehr aufs Geld. Ich hatte damals, als ich mit der Deutschen zusammen war, überhaupt nicht viel Geld. Mhm. Und das hat ja nicht so gepasst. Das war auch ein Grund, so, ich war arbeitslos und so. Ich bin jetzt zwar auch noch immer arbeitslos, aber den ausländischen Frauen, den stört das nicht so. Ja, nur redest du von den ausländischen Frauen, du hast immer gerade eine. Ja, nein, ich hatte davor noch eine. Ich war davor mit einer aus Bosnien verheiratet. Ah. Und die sind viel herzlicher und ich habe die auch ganz verrückt kennengelernt. Erzähl mal. Ja, erzähl ich eben kurz. Ich war in einer Disco und da stand sie mit ihrer Freundin in einer Theke. In Deutschland? In Deutschland, ja. Im Landkreis Aurich in Ostfriesland. So. Schönen Gruß noch. Ja. Und da habe ich sie die ganze Zeit angeguckt, aber da habe ich mir nicht so getraut hinzugehen. Ja. Und dann hat meine Freundin, meine Bekannte aus Bosnien mir gesagt, ja, ich kenne da jemanden und so, die hat keinen Freund. Möchtest du die kennenlernen? Ich sage, ja, möchte ich wohl gerne. Und haben wir im Treffen Einkaufszentrum ausgemacht. Mhm. Und wer stand da? Genau die gleiche, die ich in der Disco kennengelernt hatte. Mhm. Und das war natürlich ein Hammer. Die du gesehen hattest in der Disco? Ja, genau. Mhm. Ich dachte, du bist das und so. Ich wollte dich sowieso ansprechen, habe ich mir aber nicht getraut. Ja. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Im Gegensatz. Die wären? Die ausländischen Frauen sind sehr zickig. Mhm. Zicken viel rum. Mhm. Sind frech. Mhm. Und wissen alles besser. So. Du hast ja tolle Verallgemeinerung. Ich bin völlig baff. Ja, ist aber so, Domian, wirklich. Auch nicht nur die Frauen. Sie zicken, aber sie sind herzlicher, sagst du. Ja, sie sind herzlicher. Sie machen mehr für den Mann. Also zum Beispiel, wenn ich liegt morgens, das aber vielleicht auch da? Ja, sag mal Beispiel. Hm? Wenn ich morgens zum Beispiel aufstehe, hm? Dann liegen meine Unterwäsche, meine Hose, meine Socken, alles über das Sofa. Hm? Und wenn ich sage, hey, Schatz, das brauchst du nicht machen. Ja. Ach, dann heißt es gleich, ach, lass mir, ich mach das gerne. Ja, aber das liegt aber vielleicht auch daran, dass die ausländischen Frauen, wenn sie auch so aus den ehemaligen Ostblockländern kommen, mhm. Dass sie vielleicht noch, auch noch mehr so in dieser traditionellen Frauenrolle sind. Ja. Und dass dem Pascha das natürlich sehr gut gefällt. Ja, wenn die Socken schön geordnet da liegen. Ja, gut, und dann sage ich immer, ich will das nicht, aber ich habe da keine Chance. Und genau irgendwann so. Sind die Frauen auch ein bisschen sauer und reagieren dann zickig. Das ja, ist dann schlecht. Ja, 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 ja. Auch wenn ich will ja was in der Wohnung machen. Ja. Aber wenn ich dann was mache, dann heißt es, ja, das machst du trotzdem sowieso nicht gut genug. Mhm, mh. Lass mich das mal lieber machen. Und, Ach so, an Hausarbeit. Ich dachte jetzt irgendwelche, du wohnst Renovierung, also Hausarbeit. Ja, Hausarbeit, ja. So Staubsaugen, ja, und so, ja. Und abwaschen. Ich will das wohl ab und zu machen, aber dann heißt es doch dann immer am Ende. Kann das denn auch sein, dass dir die deutschen Frauen, sofern man diese Verallgemeinerung machen kann, also ich habe immer so ein bisschen ungutes Gefühl dabei, aber dennoch frage ich es, dass die deutschen Frauen dir vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst sind? Die deutschen Frauen zu selbstbewusst, ja, die sind selbstbewusst. Aber ich bin mir der Meinung, die wollen, wenn du mit einer deutschen Frau zusammen willst, die wollen praktisch der Chef im Ring sein. Mhm. Die wollen den Mann irgendwie unter ihre, ne, also du machst das so, du machst das so. Also so habe ich die Meinung. Ja. Das hat Alice Schwarzer angerichtet. Der haben wir das zu verdanken. Die Alice Schwarzer, ja. Ja gut, die schalte ich gleich um, wenn ich die sehe. Ich auch. Ich schalte dann auch mal um. Ja, auch? Ja, immer. Aber ich wollte auch noch was anderes sagen. Ja. Meine Freundin, meine Frau, die ist auch, hat noch einen Bruder hier in Deutschland. Ja. Der ist jetzt seit 12 Jahren hier. Mhm. Und den wollen sie jetzt nach 12 Jahren abschieben. Mhm. Obwohl die Familie hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Die haben 3 Söhne. Mhm. Eins ist schwer behindert. Und er arbeitet jetzt seit einem Jahr auf Papiere. Mhm. Und sie wollen den Mann tatsächlich samt Familie nach 12 Jahren abschieben, Domian. Ist natürlich jetzt für mich ein Skandal. Ist für mich das eine sehr schwierige Sache, weil ich das gar nicht beurteilen kann, begründen kann, beurteilen kann oder den Hintergrund. Nee, aber man muss dann mal die andere Seite sehen. In Bremen werden Busse entführt und da passiert gar nichts. Ja, ja. Ich würde dich aber gerne noch fragen, wie war das denn, hast du
also intensiven Kontakt auch zur Familie deiner Frau. Und wie? Und bist du doch, und hat das gleich funktioniert? Das sind ja nun zwei verschiedene Nationen, die da aufeinander geprallt sind. Doch, das hat gleich funktioniert. Also du hast keine, hat mich recht herzlich aufgenommen. Also ja. Ihr Bruder und bloß ihren Vater habe ich noch nicht gesehen, der wohnt noch in Montenegro. Wollt ihr den mal unten besuchen? Nee, noch nicht. Meine Frau hat jetzt erst seit gut 3 Wochen ihren Pass, der muss ja extra beantragt werden, auf meinen Namen. Wie war denn das mit dieser Heirat überhaupt? War das nötig zu heiraten, dass, damit deine Frau dann hier bleiben kann? Doch, ja, doch, das war nötig. Hat man denn da nicht, also ich meine, ich spreche es mal aus, aber viele denken das ja auch. Hat man denn nicht das Gefühl, vielleicht, na, heiratet die mich, um einfach den deutschen Pass zu kriegen? Nee, das, nein, deutschen Pass sowieso nicht. Sie kriegt den erst offenteilt und nach 3 Jahren unbefristet. Mhm. Na gut, aber doch, um das alles einzuleiten. Doch, aber wir waren ja vorher schon 4 Jahre. Ihr wart lange zusammen, das stimmt. Da ist man dann weniger skeptisch. Und dann, hat sie immer Duldung verlängert gekriegt und dann hieß es auf einmal, sie muss nach Hause. Mhm. Und da wir sowieso schon 4 Jahre zusammen waren, haben wir dann auch gleich geheiratet, weil wir waren uns sicher und jetzt sind wir zusammen. Was hast du gerade am Anfang so gesagt, dass du keine tolle biografische Karriere hinter dir hast mit dem Alkoholismus und so? Ist das alles jetzt im grünen Bereich wieder? Bist du weg vom Alkohol? Weg vom Alkohol, ja. Was heißt, früher habe ich fast täglich getrunken, ein paar Bier. Ja. Und jetzt trinke ich höchstens einmal in der Woche Samstag ein bisschen. Ja, sollte man vielleicht auch runterschrauben, wenn man Alkoholprobleme hat. Oder alle 14 Tage. Also ich habe mich schon um 80 Grad geändert. Ja, um 100 wäre noch besser. Und meinen Führerschein habe ich auch wieder. Aha. Ich habe den 4-mal verloren wegen Alkohol. War deswegen auch im Knast. War es gerade nicht 3-mal, aber egal. Ja gut, das erste war eine Ordnungswidrigkeit und die anderen 3 war richtig, also bis 3 Promille fast. Ja. Und da hat meine Frau mich auch nie hängen lassen. Die hat mich im Gefängnis gesucht und so, das war also top. Also, und mit der Familie überhaupt keine Probleme. Nächstes Jahr fahren wir runter. Da musst du mal Urlaub machen an der Adria in Jugoslawien. Ja. Also Andreas. Ja. Ich hoffe, dass du glücklich bleibst mit deiner Frau. Ja, Probleme gibt's überall, aber ich bin glücklich. Ja. Und wie? Und dass du da auch gut aufgenommen wirst in der Familie. Ja. Den Schwiegerpapa, ne, den kennst du noch nicht, sagst du. Nee, gerade, wir fahren nächstes Jahr runter. Ja. Na gut. Meine Frau hat ihn auch 13 Jahre nicht gesehen. Ich wünsche alles Gute und schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke schön. Tschüss. Ja. Danke. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 50 50. Thema bei uns. Mein Partner ist Ausländer und Bianca, 40 Jahre, ist jetzt bei mir. Guten Morgen. Hallo Bianca. Hallo Domian. Hallo Bianca. Ja, dein Partner ist Ausländer. Ja. Und wo kommt er her? Aus Pakistan. Aus Pakistan. Wie habt ihr euch kennengelernt? An Silvester, vor 3 Jahren. Ach, vor 3 Jahren. Mhm. An Silvester. Und wo? Hier in Deutschland oder in Pakistan? In Deutschland. Mhm. Und wie geht's euch? Wie ist es bei euch? Ja, es ist jetzt so, wir haben uns 5 Monate nicht gesehen. Er ist einfach verschwunden, weil ich nicht, nicht geheiratet habe, nicht die Papiere ihm gezeigt habe. Wie ihm gezeigt habe? Ja, also, die Papiere, die man braucht zum Heiraten. Die hast du ihm nicht gezeigt? Mhm. Verstehe ich nicht. Ja, also das ist immer unser Thema. Damit setzt er mich immer unter Druck. Also im Klartext, er will, dass ihr heiratet, dass du ihn heiratest. Ja. Und da haben wir den Fall, den ich gerade angesprochen habe, weil er, mal böse ausgedrückt, so an den deutschen Pass kommen will, oder wie? Also, dass er hier bleiben kann. Dass er hier bleiben kann. Ja. So, genau, so müssen wir es ausdrücken. Ja. Mhm. Und du willst das aber noch nicht oder nicht, das Heiraten? Ja, wir haben eigentlich nie die Möglichkeit gehabt, mal ein normales Leben zusammenzuführen. Gut, wir sind jetzt immer so 600, 700 Kilometer getrennt, ist so. Entfernung zwischen uns. Ach so. Mhm. Und er hat aber mal etliche Monate mit bei mir gelebt, aber er hat mich halt jeden Tag unter Druck gesetzt. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Wegen dieser Heiratsgeschichte? Ja, ja. Mhm. Und ein normales Leben war dann nicht möglich. Und das geht seit 3 Jahren so? Ja, zu Anfang, wir hatten uns 4 Monate gekannt und dann hat er den Kontakt zu mir eingestellt. Da ging es mir auch sehr schlecht, weil ich liebe ihn sehr. Ja. Und da hat er wohl eine andere Frau gehabt. Mhm. Und dann ist er halt nach 5 Monaten hat er sich wieder bei mir gemeldet. Weil das vermutlich mit der anderen Frau nicht geklappt hat? Ja, also er ist dann zu mir gekommen und dann wollte er auch sofort mit mir zum Standesamt fahren. Mhm. Und ich war riesig froh, dass er da war. Mhm. Und dann hat er aber nachts eine Frau angerufen und hat mit ihr telefoniert. Und dann hat er mir gesagt, dass er mit dieser Frau halt befreundet war. Und dann seid ihr nicht zum Standesamt gefahren?
Nee, da war mir nicht mehr danach. Wenn dieses Telefonat nicht stattgefunden hätte, wärst du dann mit ihm zum Standesamt gefahren? Ja, ich glaube schon, ja. Was macht er eigentlich hier in Deutschland? Von der Arbeit her? Mhm. Verschiedene also Arbeiten. Job so rum? Ja. Mhm. Und warum ist er nach Deutschland gekommen? Um hier besser leben zu können. Ja. Mhm. Also da gibt es keine politische Verfolgung oder irgend sowas? Es ist ein, er möchte hier besser leben und gut leben. Ja. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall ist es selbst so, also er war dann weg, ich bin von der Arbeit gekommen und er hat mir überhaupt nicht Bescheid gesagt und hatte die Sachen gepackt und war verschwunden. Mhm. Da war ich auch sehr, sehr traurig. Mhm. Jetzt sagte ich möchte dich gern sehen. Also zu Anfang wollte er mich auch gar nicht mehr sehen, gar nicht sprechen. Ja. Ich hätte ihn verletzt, ich verletze ihn immer und ich bin auch immer an allem schuld. Ja. Und dann hat er eingewilligt und dann sagte er, wir gehen zum Standesamt. Also dann möchte er die Papiere sehen. Und wenn ich das nicht mache, dann brauche ich auch gar nicht kommen, dann kann ich mir das Geld sparen. Mhm. Und aber wir hatten, also er hat immer sehr geschimpft. Mhm. Und dann, wie, ich habe einfach Angst, ihn zu verlieren. Wie er weiß das auch. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt gerade ganz aktuell heute? Ja, es ist so, ich möchte hinfahren, aber ich bin halt total unter Druck. Ich brauche ja nur mit diesen Papieren zu kommen. Und ich verstehe das immer dazu nicht mit diesen Papieren, was ja, du erzählst. Das ist immer das Thema. Es gibt eigentlich nur diesen Wortschatz. Das heißt, Papiere, damit wir zum Standesamt gehen. Ach, damit ihr dann zum Standesamt ja, gehen könnt. Ja, ja. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann brauche ich auch gar nicht kommen. Und jetzt überlege ich halt, was ich machen soll. So hat er das zu dir gesagt. Also wenn du die Papiere, also die Voraussetzungen, dann brauchst du das gar nicht zu ihm kommen, zu Besuch. Nein, dann kann ich mir das Geld sparen. Mensch, Bianca, bist du wahnsinnig, überhaupt noch nachzudenken, was du zu tun hast? Du fährst natürlich nicht zu dem hin. Hm. Du fährst natürlich nicht zu dem hin. Wenn er dich so unter Druck setzt und wenn es dem offensichtlich nur darum geht, dann hängst du dir doch nicht diesen Mann an die Backe, indem du den heiratest. Gut, ich denke schon, dass er mich auch liebt. Also ich unterstelle ihm das nicht. Aber ich unterstelle dem, aufgrund dessen, was du mir nur jetzt gesagt hast, ne, schon eine ganze Menge miese Sachen. Ja, er ist also total, wie soll ich sagen, das Verhalten, das finde ich sehr kaltblütig. Mhm. Auch so. Also was er auch immer macht, dass er immer mir das Telefon abstellt. Und er weiß halt, dass es mir dann sehr, sehr schlecht geht. Wie erstellt er? Er stellt? Wenn wir telefonieren, ja. Und dann macht er halt das Handy zu, wenn ihm was nicht passt, wenn ihm was nicht gefällt. Und dann ist er nicht mehr zu erreichen. Ach so, sein Handy. Sein Handy stellt er ab, nicht ja, deins. Ja, ja, ja. Mhm. Wenn ihr euch dann so besucht, in den letzten, ist ja immerhin eine Zeitspanne von 3 Jahren, wo er schon so hin und her geht. Ist ja schon erstaunlich, dass er dich in diesen 3 Jahren noch nicht rumgekriegt hat. Übrigens finde ich erstaunlich, weil du doch so unsicher bist und nicht gerade so tough wirkst. Mhm. Dass er mich nicht rumgekriegt hat. Wundere ich mich ein bisschen. Mhm. Das heißt aber, du hast viele. Das sagt mir eigentlich, dass da doch irgendwie so ein gesunder Menschenverstand in dir ist, der sagt, nee, ich will mich nicht ausnutzen lassen. Ja, ja, also ich habe halt Angst, dass es so weitergeht, wenn ich jetzt nachgebe, dass das Machtspiel weitergeht, dass es damit nicht beendet ist. Ich wollte jetzt gerade auch fragen, wenn ihr euch dann so seht, wie ist denn der Umgang so miteinander, wenn ihr mal ausnahmsweise nicht über die Papiere redet, sondern wenn ihr was miteinander unternehmt, wenn ihr zusammen zu Hause seid, und wie ist die Stimmung zwischen euch? Das kann sehr schön sein, ja. Mhm. Aber das Thema ist nie vom Tisch. Also das geht 1-2 Tage und dann möchte er das konkret sehen. Mhm. Also er ist wohl auch total unter Druck. Ja. Aber ich habe halt auch von anderen Frauen gehört. Ich war in einer Frauengruppe, die sind auch mit ausländischen Männern verheiratet. Ja. Und das ist auch eine Frau, die ist mit dem Mann zusammen, der ist auch in dieser Situation. Aber er redet nie davon, dass sie ihn heiraten soll. Mhm. Also er macht ihr überhaupt keinen Druck. Und du sagst, er steht unter Druck. Heißt das, dass er sonst vielleicht ausgewiesen wird oder nicht mehr in Deutschland sein darf, wenn jetzt da nicht bald was passiert?
er rechnet immer damit, aber er bekommt immer einen also so wie das halt üblich ist, immer einen Aufenthalt, ein halbes Jahr. Aber also, du sagst, dass du diesen Mann irgendwie liebst. Ich liebe, es ist so, also meine größte Liebe, ja. Ja, aber dennoch sind da Vorbehalte. Ja. Er setzt sich unter Druck, er ist immer zu mit dem Thema zugange. Ja, ja. Hat er dich schon mal geschlagen? Ja, das auch. Wie, das erzählst du mir so am Rande? Bianca, das erzählst du mir mal. Ich war eifersüchtig und... Wie und? Und eifersüchtig? Ja, und das... Du warst eifersüchtig, weil er mit irgendwelchen... Ich bin eifersüchtig. Ja. Ich bin sehr eifersüchtig. Okay, und da hat er dir eine gescheuert, oder was? Ja, da habe ich nicht aufgehört und da hat er mich geschlagen, ja. Ist das schon mehrfach vorgekommen? Nein, einmal. Schlimm und heftig geschlagen? Ja, im Gesicht halt, ein blaues Auge. Also, bitte. Da sagte ich mir auch, ich möchte das nicht. Aber ich habe ihn auch schon geschlagen. Du hast ihn auch schon geschlagen? Es hat mir nicht gefallen, weil wir mit dieser Frau telefoniert hat nachts und er hat mir nicht gesagt, was er jetzt macht und weshalb und am nächsten Tag zum Standesamt fahren und das habe ich auch gemacht. So, abgesehen von diesem Druck, den er auf dich ausübt, wegen der Papiere, abgesehen von der Gewalttätigkeit, die wir jetzt gerade erfahren haben, was würdest du neben den, du sagst, dass du ihn liebst, das ist eine große Liebe, was würdest du Kritisches über ihn mir noch sagen wollen? Was dir an ihm nicht gefällt, was du kritisierst? Er setzt sich über alles drüber hinweg. Also auch über deine Meinung, über deine Gefühle? Ja, also ich sehe halt schon, dass es ihm nur um sich selbst geht. Also es heißt dann auch, er arbeitet, jetzt kann ich ihn nicht anrufen. Oder er ist mit Kollegen zusammen, die schlafen, also... Das sind diese vielen Verbote, das gefällt mir nicht. Und aber gut, es heißt immer, es ist eine andere Kultur, da ist es so. Ja, nee, so können mir so Leute nicht kommen, von wegen, das ist andere Kultur, da ist es so, da schlägt man Frauen und man ist intolerant und so. Nee, das hat schon mit den Menschen zu tun und in jeder Kultur gibt es gute Menschen und es gibt in jeder Kultur schlechte Menschen. Und da muss man einen Blick drauf werfen. Ja, er hat mich auch schon ziemlich beschimpft. Ja, also Bianca, ich sage dir, ich sag's nochmal, aufgrund meines Eindruckes jetzt aus dem Gespräch, lass die Finger davon und lass dich nicht unter Druck setzen. Fahr da nicht hin und lass dich nicht in die Enge zwingen, von wegen hier jetzt komm, heiraten und so. Ich finde, dass du mir zu viel warnende, negative Sachen erzählst. Ich denke, deshalb bin ich auch so zögerlich. Das glaube ich auch. Deswegen hast du wahrscheinlich auch angerufen, weil du da so zwiegespalten in dir bist. Ich schaue jeden Abend deine Sendung an und ich habe sehr oft schon, war ich sehr traurig, habe geweint, weil er halt auch wieder das Handy abgestellt hat und wollte anrufen. So, ja. Lass dich in dieser Abhängigkeit, ich glaube, dass du schon ziemlich abhängig bist. Ich bin in der Abhängigkeit. Ja, das merke ich schon. Ja. Lass dich da nicht noch weiter ausnutzen. Lerne einfach Nein zu sagen und lerne einfach standhaft zu bleiben. Und selbst auf die Gefahr hin, selbst auf die große Gefahr hin, dass er dir androht, dann ist es halt aus. Wenn es dann aus ist, dann liebt er dich auch nicht wirklich. Ich habe eh die böse Vermutung, dass da nicht große Liebe im Spiel ist von seiner Seite aus, sondern viel Strategie und viel Überlegen und Berechnung. Und wir haben das auch schon... Freunde gesagt, wenn er mich liebt, dann wird er sich auch trotzdem noch melden. Ja, und er würde sich ganz anders verhalten ihr gegenüber. Er würde sich ganz anders verhalten. Es ist ja sogar legitim, wenn er den Wunsch hat, dass er aufgrund der Heirat dann eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Aber dann würde rundherum alles besser stimmen und er würde sich aufrichtiger, ehrlicher, sensibler, inniger dir gegenüber verhalten. Also ich sage dir, meinem Eindruck, Bianca, lass die Finger davon, sei vorsichtig, aber sei auf jeden Fall vorsichtig, höchste Vorsicht. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss, Bianca. Tschüss. Iris, 42 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Iris. Hallo. Ja, wie ist es bei dir? Du bist auch mit einem Ausländer verheiratet oder befreundet? Oder? Nein, ich war mit einem Chinesen verheiratet. Einem Chinesen? Ja, 13 Jahre. Wie hast du ihn kennengelernt? Bitte? Wie hast du ihn kennengelernt und wo? In meinem Heimatort, ziemlich jung, habe ihn mit 17 Jahren geheiratet.
habe mit ihm 3 Kinder bekommen. Mhm. Und ja, nach 13 Jahren ist es auseinandergegangen. Ist ja dennoch eine sehr lange Zeit. Ja, aber muss ich auch sagen, wir haben auch heute noch Kontakt. Mhm. Er ist zurück nach Hongkong gegangen. Das ist ja nun wirklich auch eine ganz fremde Kultur für uns, ne? Ja. China, das ist ja... Ja, aber er war auch sehr lange hier, über 28 Jahre. Mhm. Und ja, hat sich auch sehr angepasst. Ist ein ganz lieber Mensch gewesen. Ja. Also ist er auch noch... nur es hat eben nicht so funktioniert. Dann was war das Schwierigste? Geschäfte, ja. Das haben Asiaten so an sich. Also das ist auch die Kultur. Man muss immer was erreichen. Mhm. Also hauptsächlich finanziell, um gut angesehen zu sein in Familien. Mhm. Ja, aber trotz allem, ich sag mal, habe ich eine gute Ehe geführt. Also dein Resümee von diesen 13 Jahren verheiratet mit einem chinesischen Mann? Also mit dem ersten Mann, ja. Wie mit dem ersten? Mit dem ersten, ja. Das größte Problem ist jetzt mein zweiter Asiate. Ach so, es gibt hier schon wieder einen. Ja. Ach so. Ja. Und zwar bin ich heute mit ihm, wäre ich zusammen gewesen, 10 Jahre, 8 Monate. Also ich muss mal auseinanderhalten, mit dem ersten Mann warst du 13 Jahre verheiratet. Richtig. Das war im Prinzip... Ja, fast 20. Ich bin erst 99 geschieden worden. Und ja. Mit dem zweiten war ich, wie gesagt, fast 11 Jahre zusammen und wir wollten an für sich jetzt Samstag heiraten. Also Moment, da komme ich aber da komme ich ja mit der Zeit nicht hin. Du bist erst 42. Ja, richtig. Wenn du fast 20 Jahre mit dem einen und 11 mit dem anderen. Ja, die Scheidung hat dann. Achso, da hat sich einiges überlappt, ja. Ja, das hat dann nochmal, also getrennt habe ich mich nach 13 Jahren, aber mit der Scheidung, das hat dann nochmal einige Jahre. Also mit dem ersten, das war eine gute Zeit, rundherum letztendlich, würdest du sagen, mit dem du 13 Jahre zusammen warst. Ja, es war nicht so das Intensive, was ich mit dem zweiten gelebt habe, so innerlich. Aber ich habe da sehr viel Geborgenheit erfahren und er hat immer gesorgt, auch für die Kinder. Und du sagst jetzt, der zweite war ein Asiate, auch ein Chinese? Ja, das ist ein Vietnamese, ist aber hier in Deutschland aufgewachsen. Ja. Und ist da jetzt so dein Urteil letztendlich auch gut? Nein. Ja, was heißt, es war bis vor ein paar Wochen noch sehr gut. Also der Mann hat sich um 180 Grad gedreht. Mhm. Ja, wie er vielleicht selbst ausdrückte, er hätte so einen Blitz im Kopf gehabt. Also er hat mir vor 11 Wochen, er wollte mich immer heiraten, schon die ganzen Jahre. Mhm. Und ich habe also so 8 Jahre dafür gebraucht, um wieder Ja sagen zu können, weil ich bin da sehr, sehr konservativ eingestellt. Für mich brach damals die Welt zusammen, obwohl ich meinen ersten Mann verlassen hatte. Ich wollte nicht so oft verheiratet sein und das sind auch nur 2 Männer so in meinem Leben, die mir was bedeutet haben. Also ich habe nicht du sagst, mehr Männer gebraucht. Du sagst gerade, dass sich da schlagartig bei ihm was verändert hat. Er hat vor 11 Wochen gesagt, er ist von heute auf morgen ausgezogen, ist zu seiner Familie zurück, wo wir immer Schwierigkeiten hatten. Also ich mit seiner Familie, ich war 8 Jahre nicht in seiner Familie. Würdest du sagen, dass das jetzt irgendwas schon auch mit dem kulturellen mit der Familie Background zu tun hat? Oder hätte das auch mit einem Deutschen passieren können? Ja, das weiß ich nicht. Also ob ein Deutscher so für seine Familie. Also der Mann, der liebt mich. Ja, warum ist er denn nun weg? Warum ist er denn nun zurück zu seiner Familie? Ja, weil da enormer Druck ist von seiner Familie. Inwiefern enormer Druck? Ja, also wir haben ja beschlossen zu heiraten. Das ist auch alles... Ach so, die wollen nicht, dass er eine deutsche Frau hat. Ja, genau. Seine Familie hat gesagt, sie möchten nicht, dass er mich heiratet. Mhm. Er hätte keine eigenen Kinder mit mir. Mhm. Also meine 2 Töchter sind mit ihm aufgewachsen. Das ist ihr Vater für sie. Die waren 4 Jahre damals alt. Ne? Hattest du denn auch Kontakt in dieser Zeit mit seiner Familie oder war das Tabu? Nein, die ersten 8 Jahre gar nicht. Und vor 2 Jahren ist sein Vater gestorben. Das ist ja auch eine irre lange Zeit, wenn man sich das vorstellt. Wir können alle, die ihn kannten, die uns kannten, können diesen Mann nicht mehr verstehen. Der Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Gab es dann einen Kontakt? Vater. Zwischen dir und der Familie? Ja, dann bin ich einmal in die Familie gegangen. Also ich bin dann nach 8 Jahren einmal rein und wurde auch von seiner Mutter sehr, sehr herzlich aufgenommen. Aber das ist dann doch nicht... Nein, aber dann kam so enormer Druck. Ich habe ihm das aber auch erklärt. Also dann
fühlte ich mich so überfallen von seiner Familie und so, ihr müsst jetzt heiraten und das hätte Papa gewollt und ach so, die Familie muss ich noch kriegen. Und ach so, die Familie hat aber gesagt, ihr müsst heiraten, aber gerade hast du doch gesagt, die wollen nicht, dass er eine Deutsche richtig heiratet. Nein, aber da war ich damals noch nicht so weit, verstehst du? Das ist so, ich habe immer gesagt, ich möchte heiraten, wenn ich wirklich wieder Ja sagen kann. Aha, also liegt es vielleicht gar nicht daran, dass du eine Deutsche bist, sondern weil du in den Augen zu kompliziert und zu zickig vielleicht bist. Ja, ich bin nicht das Idealbild für seine Familie mit drei Kindern. Lebt die Familie? Dann auch noch keine eigenen Kinder will. Für einen Asiaten ist es sehr, sehr wichtig, eigene Kinder zu haben. Lebt die Familie auch hier in Deutschland, seine Familie? Ja. So, jetzt ist er zurück in den Schoß der Familie gegangen, obwohl er so viele Jahre, 9 Jahre fast, hast du. Ja, 11 Jahre. Wart ihr zusammen, richtig zusammen gelebt mit allem drum und dran? Ja, die Familie hat ihn auch komplett abgeschirmt. Also was für mich das Schlimmste ist und für meine Kinder, ist, dass er einfach weggegangen ist. Er ging dann nicht mehr ans Handy. Er wurde total abgeschottet. Er konnte sich nicht erklären. Er hat nicht mit den Kindern, er hat sich nicht verabschiedet. Ja. Er hat also. Hast du denn seitdem jetzt nochmal irgendwie Kontakt mit ihm gehabt? Der Kontakt der letzten Wochen ist extrem. Ja, und zwar haben wir ein Geschäft zusammen und er hat sich dann dorthin gestellt. Also er hat erstmal gesagt so, ja, ich heirate dich jetzt nicht mehr und ich werde dann eine Frau haben und mit deren Kind. Aber so nach dem Motto, du kannst gerne hier weiter arbeiten. Ach so. Aber das muss doch für dich alles super kränkend und enttäuschend das sein. Das ist einfach psychischer Druck. Eigentlich musst du doch... Wir hatten dann Vereinbarungen, er sollte ausziehen. Seine Mutter hat mir einen Brief geschrieben, ich hätte ihm seine Jugend genommen und Was denkst du denn jetzt, wie willst du dich denn jetzt weiter verhalten? Es ist doch alles kaputt eigentlich, es ist alles kaputt, ja. Momentan habe ich mich sehr zurückgezogen. Wir haben ein Geschäft zusammen. Für mich ist es sehr schlimm, dass der Mann noch nicht mal so viel Charakter mehr zeigt, zurückzuziehen. Also Iris, ich bin wirklich völlig entsetzt. Wie alt ist der Mann? 37. 37 Jahre alt. Dass er sich von der Familie so sehr unter Druck setzen lässt, so lange gedauert hat, dass er die aufgibt. Das Problem ist, dass er mich liebt. Immer noch. Der redet mit mir. Der schüttet sein ganzes Herz bei mir aus. Umso schlimmer. Und ich frage ihn, was ist der größte Druck? Er ist in Wut gegangen und sagt, ach, ich habe so viele Schritte nach außen gemacht und mein Stolz. Ich sage, mein Gott, ist doch egal. Nein, die Familie. Kriegt man denn da nicht eine irrsinnige Wut auf so einen Kerl? Ja. Ja, also er liebt dich, ist mit dir so lange zusammen und lässt sich von der Familie so runterbuttern. Sie unterdrücken ihn. Dann war er soweit, dann gehe ich jetzt mal nach deiner Mutter, die ist auch nur ein Mensch. Dann sagt der Mann mir, nein, meine Mutter ist eine Atombombe, die will ich nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen. Und und dann komme ich hundertmal, weißt du, man kann nicht einen Menschen in die Tonne kloppen oder mir sagen, ich wäre eine saure Frucht, und ich hätte dir deine Jugend genommen. Das hat man gesagt, so einen Begriff hat man gebraucht. Natürlich hat sie mir geschrieben, ne? Und ich weiß nicht, dann ist er soweit, ich sag komm, und dann sagt er, nein, es kam gestern ein Anruf, da hat jemand angerufen und hat gesagt, ich wollte wieder zu dir zurückgehen und da ist meine Oma, die 98 ist, umgefallen. Setzen sie psychisch enorm unter Druck mit Schuldgefühlen, wenn der Oma was passiert. Und Iris. Ich weiß nicht, das ist irre, ich fühle mich gleich seit 10 Wochen in einem falschen Film. Das glaube ich. Ja? Jetzt ist gleich unser Gespräch zu Ende, weil die Sendung zu Ende. Ich würde dich aber ganz gerne jetzt am Ende nochmal fragen, wie kommt es eigentlich, dass du so eine Affinität zu asiatischen Männern hast? Keine Ahnung, also ich glaube, diese Kapitel müsste ich jetzt erstmal abschließen. Ich glaube auch, ne? Jetzt hast du... obwohl der erste Mann ist ja, man anders, kann es wieder nicht alles über einen Kamm schauen. Also was ich nochmal nur gern sagen möchte, ich habe auch die Familie, also die ganze Hochzeit ist ja bezahlt gewesen, Es ist ja alles bestellt und ich werde auch feiern an diesem Samstag, Du wirst feiern? Du wirst alleine feiern? Nein, mit Freunden. Aber ohne Mann? Ja, klar, ohne Bräutigam. der wird sicherlich nicht kommen. Nein, aber weißt du, ich habe Brautkleid, alles ist da und wir haben gesagt, Wahnsinn. Soll ich mich verkriechen zu Hause, Wahnsinn. Dann wird es mir so schwer. So, da bleibt mir nur einfach zu wünschen, das ist eine sehr bizarre Feier, aber feiert schön auf jeden Fall. Habt's nett miteinander. Darf ich
Darf ich noch eins machen? Aber ganz schnell. Und zwar meine Schwester und Therapeutin Angelika grüßen. Die hat mich so unterstützt in der letzten Woche. Ist jetzt passiert, Iris. Ja, vielen Dank, Dorian. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin und Ove Petersen. Und ich möchte euch, also morgen gibt es keine Sendung, weil morgen Feiertag ist. Freitag gibt es auch keine Sendung. Ich möchte euch hinweisen auf die Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Meine dunkelste Seite. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sexuelle Geheimnisse. Und nächste Woche Donnerstag sind wir dann wieder früher da, um 23:45 im WDR Fernsehen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Feiertag und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, genießt die schöne Sonne, es soll ja ganz toll werden. Alles Gute, tschüss.